Ich habe die Kraft einfach nicht mehr. Ich habe die Kraft im Moment nicht. Und ich finde es so schade, nur dass ihr mal das versteht. Guten Morgen! Ich bin gerade am Rührei machen. Es ist Samstag und wir frühstücken jetzt gleich zusammen. Ja, guten Morgen. Hier läuft schon die Musik. Wenn mein Mann da ist, dann macht er mal laut Musik an. Und die Kinder haben heute Morgen schon ein bisschen was gefrühstückt. Ich bin nämlich schon seit seit um 5:30 wach aufgestanden, dann und runtergegangen um 6:30. Und jetzt ist es 9:45. Und wir frühstücken. Ich bin nämlich auch schon echt am Verhungern, wenn ich so lange wach bin. Ich halte es ja gar nicht aus. Ich habe zwischenzeitlich, das darf man keinem erzählen, aber mir schon diese polnischen Clips reingefallen. Die sind so lecker. Oh, ich liebe die. Die sind so mit Schokolade überzogen. Ja, super Frühstück. Auf jeden Fall mache ich jetzt was zu essen und nehme euch heute wieder mit durch unseren Alltag. Wer hätte das gedacht? Was kann er? Wow! Ui. Rein ins Bällebad. Ja, hepsi, hepsi. Ja, ein bisschen Beine trainieren. So. Ja. Super. Hep, 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 hep. Oh, ja. Die Babymaus ist beim Papa auf dem Schoß, ne? Ja. Dieses Bällebad, Leute, ich sag's euch, ich bin den ganzen Tag nur am Bälle aufräumen. Ja. Ach so, dein Rasen, den hatte ich aber nicht auf, den hatte ich auf YouTube nicht gezeigt, aber gut. Moment, ich kletter mal hier drüber. Mein Mann hat nämlich den Rasen neu gesät oder was auch immer. Und so sieht er jetzt aus. Da war eine Katastrophe vorher und innerhalb einer Woche hat er sich so enorm gebessert. Richtig krass. Wenn du nicht in den Club gehst und Kinder hast, und man zu Hause sowas hört. Das ist eigentlich gar nicht meine Musik, Leute. Gar nicht meine Musik. Frühstück ist fertig und hier möchte jemand auch was abhaben, ne? Möchtest du auch was abhaben, Bibi? Aber jetzt! Aber jetzt sofort! Sofort! So, wir haben jetzt gerade gefrühstückt und ich war jetzt hier schon fleißig am Saubermachen, beziehungsweise nicht ich, denn Leute, ich habe einen neuen besten Freund und zwar einen Staubsaugerroboter. Ich habe wirklich die ganzen Jahre schon immer überlegt, ob ich so ein Ding überhaupt brauche und meine beste Freundin hat sowas schon seit Jahren. Die hat auch den Roborock, den zeige ich euch gleich, ich habe das neueste Modell jetzt, habe ich zur Verfügung gestellt bekommen für dieses Video und auch noch danach. Also vielen Dank dafür, ich freue mich echt riesig darüber. Und sie hat mir schon immer gesagt, ey, warum hast du denn keinen Staubsaugerroboter? Das macht dir das Leben viel leichter. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, ah, ich brauche keinen, geht auch so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, warum sich das Leben unnötig schwerer machen, als es ist. Und es war jetzt zum Schluss so, dass ich wirklich dreimal am Tag saugen musste, weil es wirklich schmutzig ist. Ihr kennt das, wenn ihr Kinder habt und generell, wenn ihr viel zu Hause seid. Und als Mama ist man einfach viel zu Hause mit den Kindern. Es ist wirklich ständig schmutzig. Und ich war wirklich den ganzen Tag eigentlich nur am Hinterherputzen. Und ja, ich habe jetzt Hilfe bekommen. Ich zeige das euch mal. Das ist ein geiler Teil. So sieht mein neuer bester Freund aus. Und zwar ist es der Roborock S6 Max V. Und der hat 25% mehr Leistungsvolumen als der Roborock S6, also das Vorgängermodell. Das heißt, der wurde auch nochmal überarbeitet und ist jetzt noch saugstärker als der davor. Ich kenne ihn davon nicht, ich kann nichts dazu sagen, aber so wurde es mir auf jeden Fall mitgeteilt. Also das hier ist jetzt die Station, wo er selber übrigens immer hinfährt und sich auflädt. Und man kann den ganz einfach über die App auch steuern. Ich zeige euch das jetzt mal. Das ist wirklich sehr, sehr cool und praktisch. So, ich demonstriere euch das gerade mal auf meinem Smartphone. Und zwar könnt ihr euch die App Roborock runterladen. Die sieht so aus. Und dann erscheint er auch schon. Und so sieht das Ganze dann aus. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier, der hat jetzt 100% Akku, ist komplett geladen. Und ihr könnt zum Beispiel sagen, das mache ich ganz gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Kindern im Wohnbereich spiele, dass ich sage, saug mir doch mal jetzt einfach nur die Küche und den Flur. Das ist übrigens die Küche und das ist der Flur. Dann kann ich das hier angeben und zwar unter dem Punkt Zone.
dann erscheint hier diese Vorgabe und ich kann zum Beispiel sagen, bitte putz mir nur diesen Bereich hier und dann gehe ich auf Reinigen. Jetzt bin ich auf Reinigen gegangen und jetzt fährt er automatisch aus seiner Ladestation raus und fängt an, sauber zu machen. Ist natürlich auch super praktisch mit diesem Kartenspeichermodus, wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid und ihr sagt, ach, wenn ich nach Hause komme, hätte ich gerne, dass mein Wohn-Essbereich komplett sauber ist, dann aktiviert ihr den einfach und putzt. Und der umfährt auch Gegenstände. Natürlich ist es sinnvoll, wenn ihr so viel wie möglich, das ist beim normalen Saugen ja auch so, nach oben räumt, damit ihr Platz habt und der Roboter überall drankommt. Aber er umfährt tatsächlich auch Gegenstände und er fällt auch nicht die Treppe runter. Da gibt es eine Schutzfunktion praktisch, also er scannt das und weiß, hier kann ich runterfallen und dann bleibt er tatsächlich dann auch stehen. Also richtig cool. Mein Papa war nämlich gerade auch da und hat sich den angeguckt und war skeptisch und hat gesagt, ja, wie ist denn das mit dem Teppich? Teppich kann er ja gar nicht. Natürlich kann der Roborock auch den Teppich reinigen, das wäre ja sonst doof. Und er schaltet automatisch dann auch auf Stärker und macht ihn wirklich blitzeblank. Und er kommt auch unter meinen Couchtisch, was super ist, weil ich komme da mit dem normalen Staubsauger super schlecht bei. Also er kommt auch wirklich unter viele Flächen drunter. Nicht unter alle, meine Couch ist leider ein bisschen tiefer, aber er kommt unter ganz viele Gegenstände unten drunter und macht alles sehr gründlich sauber, auch in den Ecken. Das war nämlich meine Befürchtung, dass ich dachte, naja, der ist ja rund, der kommt nicht in die Ecken, aber der hat wie so kleine Fühler, die rausfahren und die dann auch den Staub und den Schmutz aus den Ecken praktisch wie rauskehren und es ist alles blitzeblank. Schaut mal, wie viel Schmutz da einfach drin ist. Und man denkt, die Wohnung ist sauber und so sieht es dann aus. Ist so widerlich. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal das Modell unten in der Infobox. Und zum Startverkauf ist da auch nochmal ein bisschen reduziert. Ich suche euch den Link raus und packe ihn euch unten rein. Und ich kann ihn euch wirklich ans Herz legen. Er macht das Leben wirklich sehr viel einfacher und sehr viel sauberer. Natürlich, wenn ich anfangen möchte, etwas in die Kamera zu sagen, klingelt es wieder an der Tür. Milan? Ja, Mili? Was hast du denn für eine Tasche? Da sind meine Spielzeuge drin. Oh, okay. Und, was geht? Lass die zu mir nach Hause. Nee, die Babys schlafen, das kann jetzt keiner zu uns. Das Zimmer? Das ist zu laut, Schatz. Wenn die aufwachen von mir aus, okay? Ja, aber das ist am wenigsten noch süßes. Eine Kleinigkeit, okay? Okay. Nicht mit den Schuhen, ich hole. Okay, aber was ich möchtest du haben? Da musst du die Schuhe ausziehen, Schatz. Okay. Du kannst die Schuhe selber anziehen. Was hast du da mit deiner Einkaufstüte? Musst du einkaufen? Okay, dann häng die mal dahin. Ich war ein echter Einkauf. Oh, okay. Und was hast du gekauft? Was Süßes. Was Süßes? Ja, Süßigkeiten sind nicht im Kühlschrank. Falsche Abteilung. Ja. Milan versorgt nämlich hier immer die halbe Nachbarschaft mit Süßigkeiten und Eis. Ja. Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ja. Ich wollte sagen, ich war mal duschen, habe mich umgezogen. Es ist voll warm. Ich glaube, ich bin sogar mit der Hose wahrscheinlich zu warm angezogen. Ich weiß auch nicht, ob das so das passende Outfit für mich ist mit diesem Bauch frei. Geht auch bei mir nur, wenn die Hose wirklich bis hier hochgeschnitten ist, weil ihr wisst ja, der untere Teil ist jetzt nicht unbedingt vorzeigefähig. Ich hatte mir auch extra für den Sommer so hochgeschnittene Bikinis bestellt und Badeanzüge, weil normale Bikinis gehen leider im Moment gar nicht. Meine Babyhaare wachsen gerade nach. Ich habe hier auch extrem Haarausfall wieder gehabt. Hatte ich auch bei Milan schon. Die Hormone halt. Schminken kann ich mich leider nicht, weil mein Schminktisch ja im Schlafzimmer ist und die Babys da jetzt schlafen. Das ist echt so blöd. Das haben wir Gott sei Dank im neuen Haus anders da gelöst. Da habe ich das, den Schminktisch im Ankleidezimmer unten, dass ich auch nicht immer nach oben latschen muss. Und was auch gut ist, wenn das Ankleidezimmer unten ist, dass man da seine Jacke schnell greifen kann und nicht unten noch alles vollhängen muss, wie es jetzt aktuell auch der Fall ist. Kommt der Milan eigentlich jetzt wieder oder was ist jetzt? Gott, ich glaube, ich muss auch meine Rosen gießen vorm Haus. Es ist nämlich gerade so übelst sonnig. Das glaube ich mal gerade. Schaut mal, meine schönen Rosen. Wir haben immer noch hier die Regenbogen wegen Corona hängen. Die muss ich auch mal bald abbauen und die Fenster wieder putzen.
Ja, ich muss die jetzt mal gießen gehen. So, wir gehen jetzt ein bisschen raus. Ich fülle jetzt für die Babys ein bisschen was ab hier für unterwegs. Heißes Wasser und der David hat gerade mein Auto gewaschen und frisches Obst geholt. Das nehmen wir auch mit. Und wir hatten ja erst überlegt, erst zum Ikea zu gehen, aber wir gehen jetzt erstmal auf den großen Spielplatz, dass die Kinder bis an die frische Luft kommen und sich austoben können. Habe ich übrigens schon wieder umgezogen. Und wenn da noch Zeit ist, dann gehen wir eventuell heute nochmal zu Ikea. Ich trage heute übrigens ein Earcuff das erste Mal. Guck mal, wie rot mein Ohr ist. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das drin hatte. Ich Idiot, ist nur rot. Aber ich werde ja immer direkt rot und gucken, mein anderes ist auch rot. Also meine Ohren sind einfach so rot. So, wir sind ein bisschen draußen. Auf so einem coolen Spielplatz. Der Milan ist da irgendwo auf dem Spielplatz und ich bin mit den Kindern hier unten. Und die fallen übers Obst her, voll süß. Ja. Und wisst ihr, was mir eingefallen ist? Ich habe einfach vergessen, Feuchttücher mitzunehmen und ich flippe gleich aus. Ich hätte schwören können, dass ich die eingepackt habe, Mann. Oh Mann, oh. Ich heuche immer mit meinen Augen, obwohl die Sonne gar nicht blendet, kann ich irgendwie nicht gucken. Wir sind hier auf so einem Spielplatz und der Milan, der tobt hier so ein bisschen rum und ich chill hier mit den Kids auf einer Decke. Das war heute echt so ein genialer Ausflug, weil wir wollten erst hierher, dann hat es aber geregnet und es war so schlechtes Wetter. Dann haben wir gesagt, wo wir noch im Auto saßen, okay komm, das bringt nichts, lass uns zum Ikea fahren. Sind wir zum Ikea, war irgendwie eine Schlange von gefühlt 2 Stunden. Wir haben gesagt, scheiße, was machen wir jetzt? Ah, okay, Wetter wird besser, wir fahren nochmal her. Und obwohl das hier eigentlich nur 10 Minuten von uns entfernt ist, waren wir jetzt 1 Stunde im Auto. Ja, naja, egal, hat sich jetzt trotzdem gelohnt, sind wir jetzt ein bisschen draußen. Die Kleinen kriegen gerade ihr Fläschchen. Und wir bleiben jetzt auch nicht mehr so lange, weil wir müssen ja noch einkaufen heute und ja, gechillter Samstag auf jeden Fall. Elias trinkt jetzt hier noch seine Flasche. Vivi ist schon fertig, die hat keine Lust mehr. Ich habe ihr jetzt mal ein Mützchen aufgezogen, weil es hier ein bisschen windiger ist. Der Elias hat sie nicht angelassen, er hat sie einfach ausgezogen, ne? Oh, voll mit Kram. Boah, ich bin so todmüde, dass ich jetzt echt keinen Nerv mehr hatte, was zu kochen. Vor allem war ich immer noch nicht einkaufen, es ist unglaublich. Elias ist noch wach, Vivian schläft als einziges hier und wir haben jetzt Pizza bestellt. Beziehungsweise ich habe Gnocchi mit Gorgonzola, das esse ich immer übelst gerne. Und dann noch einen Salat. Ich glaube, das wird mir sowieso viel zu viel hier. David hat noch so ein Pizzabrot, auch einen Salat und, was hast du? Nee, Penne mit Käsesoße. Ja, guten. Boah Leute, es ist einfach 8:45 und ich bin gerade auf dem Parkplatz vom Supermarkt und gehe einkaufen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so spät im Supermarkt gewesen zu sein. Außer vielleicht in meiner Jugend, wenn wir vorgeglüht haben oder so von einer Party. Ey, ich sag's euch. Also heute ist echt so ein ganz seltsamer Tag. Und auch ein anstrengender Tag. Die Zwillingsmäuse sind nämlich voll am Zahnen. Das war jetzt echt auch ein Kampf, die hinzulegen. Mehrmals auch wieder aufgewacht. Dann wollte Mila natürlich auch bespaßt werden, wieder alles aufräumen und ach, keine Ahnung, ich habe auch total die Kopfschmerzen und irgendwie, ich glaube, das kennt jeder mal diesen Moment, wo du dir denkst, okay, mir ist gerade einfach alles zu viel. Ich fange gleich an zu weinen. Ja, Gott sei Dank habe ich mich nach kurzer Zeit wieder gefangen, aber manchmal gibt es echt so Momente, wo du einfach merkst, ich kann nicht mehr. Das ist bei mir halt auch so dieser Schlafentzug, der mich total fertig macht. Ich bin nämlich jemand, ich brauche meinen Schlaf. Aber mit Kindern ist es halt super schwierig und der David, der übernimmt schon öfters die Frühschicht, dass ich eine Stunde länger liegen bleiben kann oder so, aber es ist mir einfach zu wenig. Ich müsste einfach viel früher ins Bett und heute, ja, ich gehe jetzt einkaufen, dann bis ich zu Hause bin, ist es locker 10 Uhr, dann alles ausräumen. Ich will noch dieses Video für euch bearbeiten, dass es morgen online geht. Das ist halt auch der Grund, warum ich wirklich nur ein Video in der Woche schaffe. Ich würde es irgendwie hinbekommen, aber ich bin abends einfach so endmüde und normalerweise schneide ich immer meine Videos abends oder nachts. Ich habe die Kraft einfach nicht mehr. Ich habe die Kraft im Moment nicht und ich finde es so schade, nur dass ihr mal das versteht. Es hat mir tatsächlich auch gestern jemand geschrieben, das kommt dann auch öfters vor. Ich mache ja auch mittlerweile auf Instagram ab und zu mal eine Storypause, wo ich einfach auch mal einen Tag ohne Kamera einfach verbringen möchte und mal durchatmen möchte und mal nur für die Kinder da sein möchte. Und dann schreibt jemand, ja, das findet sie jetzt aber überhaupt nicht cool, weil überhaupt, dass ich so oft eine Storypause mache. Also wenn, dann mache ich das überhaupt nur einmal die Woche. Und ich habe ihr dann geschrieben, naja, normale Menschen, die arbeiten gehen, haben ja auch ihr Wochenende.
dann kann ich mir ja mal einen Tag frei nehmen. Aber ja, ich weiß auch nicht. Die meisten von euch verstehen das ja auch. Aber es gibt echt so ein paar Leute, die das einfach nicht verstehen können. Naja, wie dem auch sei. Ich gehe auf jeden Fall jetzt einkaufen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ach, schaut heute übrigens auf meinem Instagram vorbei. Ich habe heute eine richtig fette Verlosung für euch. Genau, wenn ihr das Video seht, schaut mal vorbei und macht mit. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und ich gehe jetzt einkaufen und hoffe, dass ich trotzdem einigermaßen früh in mein Bett komme. Ja, passt auf euch auf und bis ganz bald. Ciao.